Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. The Witness, Let's Play Through. Ich hätte behauptet, wir hätten den letzten Laser angeschaltet. Da fielen wir doch ein. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ein Laser fehlt ja noch knallhart. Oh, guck mal. Ist da nicht auch was, was man malen kann? Guck mal, guck mal. Ist da was, was man malen kann? Ist da was, was man malen kann? Ah, hätte sein können. Vielleicht ist es auch so. Ich sehe es jetzt aber nicht. Hier vielleicht? Guck mal. Das sieht aus wie ein Weg, ne? Ich wette, da ist irgendwas, bloß das müsste man auch erstmal finden. Guck mal, ist da was? Ist da was? Nee, ich glaube, nicht so ganz so. Wahrscheinlich aber schon. Man muss es nur erst finden. Nein, wir müssen noch hierhin. Den Laser haben wir noch gar nicht angeschaltet, weil uns nämlich noch ein Zeichen dafür gefehlt hat. Also hin, schnell hin. Siehste, siehste, so schnell kann man vergessen. So schnell vergisst man die wichtigen Dinge im Leben. Ja, es fehlte nämlich noch, seht ihr das? Da ist noch ein Kabel, was hochgeht. Und das war von dort hinten. Das heißt, zu früh gefreut, ja? Also hin. Mal gucken, wie schwer die werden, aber ich denke, die werden nicht so schwer, oder? Oder? Okay, hier unten geht's los. Den einen konnten wir lösen. Jetzt wissen wir ja dieses Prinzip. Wir müssen immer, es dürfen immer nur zwei von einer Farbe da sein. Das heißt, wir trennen schon mal die ab. Dann. Okay, warte, 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 nee. Interesting. Also auf jeden Fall, guckt mal, diese beiden müssen abgetrennt werden, damit die mit dem, was im Rest zurückbleibt. Wisst ihr, wie ich meine? Pass auf. Also es ist eigentlich egal, wo ich lang gehe, ne? Weil es ist ja wirklich symmetrisch. Doch, doch, das geht. Pass auf. Das geht. Das geht super. Ja, pass auf. Die abtrennen und dann noch die abtrennen. Das geht super. Guck mal, weil, wenn man sich mal eine Hälfte wegdenkt, ja, weil ich habe es ja jetzt genau symmetrisch gemalt, dann ist übrig geblieben, ein weißer und ein schwarzer. Und hier habe ich einen weißen und einen schwarzen. Das müsste passen. Hä? Nee? Warum nicht? Ach so, wegen den dreien, ne? Oh shit, so weit habe ich da nicht gedacht. Stimmt. Eine Sache fehlt noch. Prinzipiell war es gar nicht so dumm gedacht. Wenn ich jetzt noch. Warum reicht das nicht? Das reicht nicht wegen. Ach, es ist ja gar nicht symmetrisch. Mensch, ich dachte die ganze Zeit, das ist ein symmetrisches, aber stimmt gar nicht. Bullshit. Bullshit. Okay. Ich dachte, hier sind zwei Strahlen. Hatte ich gedacht. Ja. So ein Quatsch. Was wäre denn, wenn man das. Warte mal. Hier lassen wir den einen schwarzen übrig. Ich glaube, ich muss doch ein bisschen ausholen. So vielleicht? Oder vielleicht. Na doch. So vielleicht? Dann lassen wir den einen da. Ne, aber einer geht ja nicht. Ach so. Oh. Wartet mal ganz kurz. Wie ist denn so eigentlich? Weil die dürfen ja zusammen sein. Die dürfen ja zusammen sein. Könnte man hier jetzt die abtrennen, aber das bringt nichts. Wenn ich die abtrenne, habe ich immer drei zusammen. Das kann schon mal nicht funktionieren. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt wird es wieder so wie bei dem einen Puzzle, ne? Aber hier wird dieser Trick nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren. Ich wette, die Lösung ist relativ einfach. Ich sehe sie bloß wieder mal nicht. Aber wie gesagt, wo ich lang gehe, ist egal. Ob ich so, also das Puzzle könnte man nach oben oder zur Seite lösen. Es ist genau das Gleiche. Ja, weil es ja symmetrisch ist. Ich denke, es hat irgendwas hiermit zu tun. Das ist meine Vermutung. Das Problem ist, diese drei dort hinten, die könnte man. Warte mal, warte mal. Nur mal eine Idee. Was denn, wenn ich den lasse? Ach nee, es müssen ja zwei sein. Was denn, wenn ich die wegnehme? Den einen lasse. Ach, der eine, einer darf ja nicht. Ach nee, die kriege ich so nicht unter, ne? Also die zwei müssen auf jeden Fall zusammenbleiben.
Und abtrennen dürfen wir es nicht wegen der ungeraden Zahl. Das ist echt hart. Wie ist denn so? Wie ist denn so? Wenn ich jetzt. Warte mal! Ach, das sind ja drei. Schitte, schitte. Aber wenn ich jetzt. Ach, den kriege ich da auch nicht zusätzlich rein. Das ist schade, hä? Aber das wäre ein cooler Weg, das immer so abzutrennen. So, wenn ich die abtrenne. Könnte man dann die abtrennen? Guck mal. Weil so sind es 2 und 2. So geht es, ne? Dann könnte man die abtrennen. Dann sind es auch wieder 2 und 2. Dann könnte man wieder die abtrennen. Ja, läuft. Oder? Cool, das war ja gar nicht so schwer. Okay. Oh, jetzt kommen noch mal alle möglichen hier. Okay, jetzt geht es wieder um so eine Mechanik. Ne? Wie kriege ich diese Platte hoch? Und am besten steht man drauf wahrscheinlich. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch so angeschrägt. Schauen wir mal. Wollen wir so hochbauen? Man kann sie entweder hochbauen oder tief bauen. Ich baue sie jetzt hoch. Oh, warte mal. Sollte ich hier draufstehen? Das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Ist das jetzt schräg, oder? Ich glaube, es war gar nicht doof. Ich glaube, es war gar nicht doof. So. Ach so, das geht um die Stütze da drunter, ne? Da ist ein Blech und eine Stütze drunter geht hoch. Also alles okay. Die Frage ist jetzt, wie komme ich denn jetzt weiter? Ach so, warte mal. Ja, nee, gar nicht. Anders geht gar nicht. Ach so, hier sind die Puzzle. Okay. Denk dran, dieses Ding nimmt ein ganzes Element weg, oder was? Oder ein Teil. Weil der Vierer muss weggenommen werden. Das geht nicht anders. Der Vierer muss weggenommen werden. Das heißt, wir machen so. So müsste gehen. Richtig? Ach so, nee, die sind ja gar nicht frei drehbar. Ah, die sind ja gar nicht frei drehbar. Das heißt, oh Gott! Oh Gott! Kann man den als ganzen Block vielleicht machen? Nee. Der wäre dann weggenommen. Aber es wird das ganze Ding weggenommen. Und ich bin mir sicher, dass dieses Ding weggenommen werden muss, weil der passt ja gar nicht rein. Jetzt ist natürlich die Frage. Ach, ich glaube, ich weiß. Nee. Aber der Dreier muss theoretisch hier sein, ne? Kann aber gar nicht. Weil dann passt der Zweier ja nicht mehr hin. Oh, shit. Weil die müssen alle drei drin sein. Nee, müssen sie nicht. Müssen sie überhaupt nicht. Bullshit. Die müssen gar nicht drin sein. Die können so sein. Die können in ihrem eigenen Gebiet sein. Yes. So, okay. Ja, pass auf. Auch einfach. Wir machen einfach die zwei und der eine wird weggenommen. Richtig? So. Weiß ich schon so, dass das richtig ist. Brauche ich gar nicht drüber sprechen. Ja, der ist hart. Der ist hart. Weil der muss hier liegen, der muss bis dahin gehen. Die berühren sich auf jeden Fall. Gott, der hebt sich doch gegenseitig auf, oder nicht? Hebt er sich nicht gegenseitig auf? Wie? Hä? Der hebt sich doch gegenseitig auf, die kann man nicht, der kann ihn ja nicht wegnehmen. Noch nein, und jetzt muss ich die wieder voll machen hier. Ja, ich glaube, das will damit sagen, lern doch nochmal, was du gelernt hast. Aber die heben sich doch gegenseitig auf. Oder etwa nicht? Ich will nochmal ganz doof. Welchen nimmt er weg? Ja, achso, ich bin ja auch doppelt dreifach doof. So, jetzt kann ich den nochmal machen. So, aber ja, jetzt, ne? Das Ding kann entweder drin oder draußen sein. Aber es muss im gleichen Gebiet sein. Das hebt sich gegenseitig auf, weil wenn ich den ziehe, kann der den nicht mehr wegnehmen. So, wenn ich. Ach so, doch, Mensch! Easy peasy. Oh Gott, manchmal. Ne? Manchmal ist es so. Okay, pass auf. Mann, ey. So. Der ist auch relativ einfach. Oder? Nee, Quatsch, 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 Quatsch. Quatsch! Der ist nicht einfach.
Warte mal. Warte mal. Das ist auch wieder so ein Ding, was sich gegenseitig aufhebt. Es sei denn den Einser. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, obwohl es geht, glaube ich. Ich glaube, es geht. Stellt euch mal. Ja, geht. Na klar. Guck mal. So geht's. Bing. Der Einser wird. Ach, der Zweier wurde weg. Ich dachte, der Einser wird weggenommen. Okay, habe ich falsch gerechnet. Aber das heißt, theoretisch müsste es doch so auch gehen, oder? Dann würde der Einser weggenommen. Ja, siehste. Geht beides. Okay, habe ich nur um einen Block verzählt. Also jetzt ist die Frage. Das wäre ein Block, aber der kann nicht funktionieren. Ich meine, gut, dass einer von denen weggenommen wird, aber pass auf, der in der Mitte kann es nicht sein. Ja? Dieser kann es ja nicht sein. Und das Problem ist, dieser kann es dann auch nicht sein. Das heißt, dieser muss. Eigentlich muss dieser weggenommen werden, aber geht eigentlich nicht. Weißt du? Oder kann man die. Und die berühren sich nicht. Oder doch? Nee, die berühren sich überhaupt nicht. Ach je, Mine. Der ist auch nicht ohne. Oder, oh, sorry. Oder seht ihr was, was ich nicht sehe? Mal wieder. Wie habe ich das geschafft hier? Ach so, ach, man kann sich mit dem auch weiter bewegen. Das habe ich nicht gewusst und dann kann man sich rausdrehen. Okay, also nicht anpacken. Nicht anfassen. Ey, shit. Obwohl, warte, doch, geht, 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 geht. Geht, weil man kann die ja auch so aneinander packen. Richtig? So geht ja auch. Obwohl, die kannst du nicht drehen, ne? Die darf man nicht drehen. Die darf man nicht so aneinander packen. Oh Mann. Oh Mann. Was geht denn sonst? Mal angenommen. Angenommen, ich würde die so packen. Geht das? Nee, das geht nicht, ne? Das ist eine falsche Form. Ja, ist ja auch einer zu viel. Das hätte jetzt. Ja, nee, so geht's nicht. Das heißt, diese beiden müsste man wahrscheinlich zusammennehmen. Das könnte klappen. Oder? Mal angenommen, wir nehmen den so. Aber dann kann ich den nicht mehr. Doch, oder? So? Geht es so? Geht so, ne? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar geht das. Ist doch ganz klar. Gar keine Frage. Haben wir doch gewusst von Anfang an. Ist hier übrigens noch was zum Malen? Weil das sieht doch hier gerade so aus. Siehst du das? Von wo kann man den denn malen, bitte? Warte mal kurz. Das sieht doch nach. Oder kann man den bewegen? Nee, das bewegt man wahrscheinlich. Das ist doch irgendein. Genau, jetzt hole ich die Plattform nämlich hierher. Pass auf. Und zwar. Immer. So, genau, entweder so oder eben andersrum. Mal gucken, was passiert. Genau, jetzt fährt die hierher, ne? Oder nicht? Ich höre doch ein Geräusch. Was fährt denn wo? Wo ist denn was? Ach so, hä? Nee. Ist hier was? Passiert hier was? Was ist jetzt passiert? Ach, gar nichts. Es ist nur ein Dauergeräusch. Okay, es ist nichts passiert, liebe Leute. Ich bin nur doof. So, okay. Also, andere Lösung wäre dann. Oh. Ach so. Oh. Geht es überhaupt anders? Geht so, ne? So geht's doch. Oder? So, passiert jetzt irgendwas? Ja, jetzt fährt's. Und jetzt können wir den auch gleich malen. Pass auf, pass auf, pass auf. Wenn wir uns beeilen. Müssen wir uns beeilen? Oder bleibt er da stehen, vielleicht sogar?
Der ist doch zu lang. Der ist ja zu lang. Okay, macht aber nichts. Wir machen jetzt erstmal die Puzzle und danach versuchen wir den zu klären. Aha, aha, aha. So, hier können wir den... Warte mal, das will ich nochmal probieren. Wie wäre es denn mit so und so? Wie wäre das denn? Ach so, hey, das ist ein ganz anderer. Quatsch, 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 Quatsch. So eigentlich, ne? So, mal gucken, was jetzt passiert. Alles klar. Seht ihr das? Ich sehe es schon. Seht ihr das? Da muss irgendwie an einer bestimmten Stelle, wahrscheinlich hier, der muss freigelassen werden. Und dann können wir nämlich was malen. Dann kriegen wir noch ein Plus-Puzzle. Schaut mal, ob das, war das zu weit? Bin ich zu weit gegangen? Ja, ich bin zu weit gegangen. Definitiv. Es muss der vorletzte sein. Der hier. Und ich glaube, für den Rest ist dieser hier auch gar nicht relevant, sondern der ist wirklich nur für ein schönes, nettes Plus-Puzzle relevant. Und zwar dann, wenn die Plattform wieder da ist, weil dann können wir den bis zum Ende ziehen. Ja, sieht gut aus, oder? Seht ihr? Er blitzt schon. Jetzt würde ich gerne den... Aber bevor wir das machen, machen wir doch erstmal die Pflichtpuzzle. Naja. Die Farben kann man offensichtlich ignorieren. Ist auch schön. Was mache ich hiermit eigentlich? Achso, damit hole ich wahrscheinlich die Plattform her, falls ich... Genau. Oder? Achso, nee, jetzt ist der offen. Cool. Das heißt, wir können das Plus-Puzzle schnell noch machen. Und zwar packen wir den noch einfach mal hier hin, oder? Vorletzte wieder. Das sind immer die Vorletzten irgendwie. Und dann müsste es doch eigentlich perfekt sein. Oder nicht? Aber von wo? Sieht doch eigentlich gut aus, aber ein bisschen verzerrt. Kommt man überhaupt runter? Ach so, über die Rampe komme ich natürlich runter. Mensch. Ist es denn jetzt verzerrt? Ein bisschen verzerrt, ne? Von wo kann man das denn sehen? Von der Rückseite. Ich weiß es, ich weiß es. Wartet mal kurz. Das reizt mich jetzt schon. Sorry für die Unterbrechung, aber ich finde, wenn man was Schönes entdeckt, muss man es sofort machen, weil man sonst wieder vergisst. Wie zum Beispiel diesen Laser. Aber ich hatte schon mal von hier hinten geguckt und gedacht, da müsste doch eigentlich irgendwas sein. So. Eine Tür wäre auch schön, damit man nicht mal so einen langen Weg gehen muss. Aber ja, als ich durch dieses Fenster reingeschaut habe, hatte ich schon gedacht, das wäre doch schön, wenn da etwas ist. Nur leider kommt ich nicht... Kommt man hier irgendwo hoch, wo man was sieht? Nee, von hier ist es nicht. Von hier ist es nicht. Kennt ihr das Buch Der Weg, warum sonst? Oder von hier oben irgendwo? Nee, auch nicht. What? Das war ja... Das ist ja Stuhl. Das ist Stuhl. Da sind wir umsonst lang gelatscht. Hat jemand eine Idee? Vielleicht von draußen? Von draußen, maybe? Ne, von hier kann man gar nicht mal sehen. No way. Vom Boot auch nicht, ne? Nö. Vielleicht von dahinter? Vielleicht von dahinter? Von hier vielleicht? Warte mal, aber jetzt stehe ich ja im Lichte. Nee, das kann es nicht sein. Vielleicht doch von da oben, aber dann stimmt wieder der Winkel nicht, ne? Da oben konnte man nicht draufstehen, oder? Kommt man da irgendwie hier drauf? Glaube ich nicht. Nee. Aber das ist doch verrückt, oder nicht? Vielleicht doch von unten irgendwo. Wieso gehe ich eigentlich nicht die Rampe runter und immer einen Umweg? Keine Ahnung. So, vielleicht doch von... Aber hier ist doch nirgendwo was. Hier ist doch nirgendwo... Hier fehlt doch auch ein Stück vom Kreis. Wisst ihr? Den kriegt man doch gar nicht. Wenn ihr eine Idee habt oder es wisst, schreibt mir bitte unbedingt. Das würde mich jetzt wirklich arg interessieren. Und egal, ob ich... Also, wenn ich hier stehe, stehe ich immer im Licht. Das kann es auf keinen Fall sein. Weißt du? Von hier kann es auf keinen Fall sein. Egal, machen wir erstmal mit den Puzzles weiter. Hier ist ja auch nichts, ne? Kommt man irgendwie da oben drauf? Oder kann man das Ding verschieben? Nee, kann man nicht, ne? Egal, wir machen jetzt erstmal diese Puzzle. So, okay, also damit kann man keine...
Huch! Der kann keine von der Farbe wegnehmen? Aber wie soll es dann gehen? Ich meine. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Moment. Wieso durfte der jetzt den da oben wegnehmen und den da unten nicht? Warte mal. Es muss ja so sein. Dann nimmt er einen davon weg. Aber was? Okay, pass auf. Die müssen dann. Okay, pass auf. Meine Vermutung, wenn es die gleiche Farbe hat, muss es paarweise entfernt werden. Und wenn es nicht die gleiche Farbe ist, ist es egal. Kann das sein? So, hier kann ich dann ja eigentlich ignorieren und mache einfach zwei hiervon weg. Ne? Genau, so hatte ich es jetzt auch verstanden. Die müssen jetzt paarweise entfernt werden. Entweder paarweise oder. Oh shit. Oh shit. Doch, geht. Pass auf. Nee, geht nicht. Oder doch? Geht doch, geht doch. Pass auf. So geht's. So geht's. Dann sind die beiden da drin. In einem Bundle. Aber die kann ich nicht mehr abschnippeln, ne? Shit. Dann doch lieber vielleicht. So? Geht das so? Ach nee, dann ist er ja wieder drin. So geht's nicht. So geht's nicht. Doch, geht. Okay, wenn paarweise nicht geht, lerne ich gerade. Wenn paarweise nicht geht, dann nimmt er den anderen. Das ist sehr nett von ihm. Ja, hier ist einfach, ne? Jeder nimmt den vom anderen weg. Ist falsch? Ach so, und sie müssen aber trotzdem voneinander getrennt sein. Ah, alles klar. Das haben wir jetzt gelernt. Aber wir sind doch paarweise, oder? Warte mal. Habe ich irgendwas übersehen? Oder sind sie überkreuzt? Hör auf zu blinken. Aber die waren doch paarweise. Das ist doch korrekt, oder nicht? Dann pass auf. Dann machen wir es so. Dann kriegt jeder seinen eigenen. Dann machen wir hier einen Yin-Yang. Stimmt, die müssen. Warte mal. Oder heißt es, da muss ein paar vorhanden sein? Es müssen dann drei sein, oder was? Ist das der Trick? Es müssen dann drei sein? Es müssen dann drei sein. Vielleicht. Es müssen dann drei sein. So, weißt du? Und dann den abtrennen. Das müsste doch klappen. Es müssen dann drei sein. Von der gleichen Farbe. Entweder einer von der anderen oder drei von. Entweder egal wie. Achso, es zählte gar nicht. Was hatte ich jetzt falsch gemacht? Hatte ich die nicht? Ach so, die hatte ich ja gar nicht abgetrennt. Ich hatte nur gedacht, dass ich sie abgetrennt hätte. Also so trenne ich die erstmal ab. Und dann trenne ich die erstmal ab. Und dann trenne ich die erstmal ab. So müsste es klappen. Ja, siehste. Okay, also es müssen immer drei sein. Also eins, zwei, drei. Klock. Und dann eins, zwei. Nee, so klappt es nicht. Dann trennen wir es doch lieber anders auf. Dann trennen wir die beiden ab. Dann trennen wir die beiden mit dem ab. Oh shit, das geht auch wieder nicht. Das geht auch wieder nicht, weil dann drei übrig bleiben. Ach so, ist aber nicht schlimm. Weil wenn da drei übrig bleiben, dann machen wir es doch so. Ah ne, es sind vier. Es war einer zu viel. Okay, es müssen mehr als zwei sein, dann klappt es mit dem Abtrennen. So vielleicht. Da sind jetzt zwei drin, da sind jetzt drei drin. Ach nee. Warte mal, passt das überhaupt? Ach so, ja, doch, so passt es. So passt es. Ja, siehst du. Okay, jetzt ist die Frage, was nehmen wir weg? Nehmen wir weg einen von denen hier? Also, ich würde sagen, den Vierer nehmen wir auf jeden Fall hier. Und den Dreier oben drauf. Okay, ich glaube. Man könnte natürlich auch den Dreier. Pass auf, mal angenommen, wir tun den Dreier hier hin und den Vierer. Okay, aber dann schließen wir alle aus, ne?
bestimmt echt nur eine Lösung auf dieses Puzzle. Die Frage ist, nehme ich den hier weg? Weil dann könnte ich den Vierer hier hinknallen. Ne? Obwohl, das geht auch nicht, weil dann. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Mal angenommen. Ach so, dann ist er ja wieder nicht mit drin. Oh, ist so schwer. Es ist so schwer. Eigentlich, genau genommen, müsste der hier sein. Und dann müsste man einen Dreier hier machen. So müsste es eigentlich gehen. So müsste es gehen, weil einer von denen wird jetzt weggenommen und dann passt es. Nicht? Wieso? Der, hä? Warte mal. Warum beschwert er sich? Den Vierer habe ich hier hingepackt. Und den Dreier? Eins, zwei. Achso, Dreier müsste ja so sein. Mensch, wieder nicht aufgepasst. Ja. Toll. Warte mal. Nur mal angenommen. Nur mal angenommen, ich. Den kann ich auch nicht wegcutten, ne? Boah. Was denn, wenn wir so anfangen? Wir fangen jetzt so an und nehmen den raus. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Es ist nicht ohne. Es ist nicht ohne. It is not without. Was denn, wenn man. Was wäre denn, wenn man den so macht, wie so ein T-Stück? Dann komme ich nicht mehr runter. Dann komme ich nicht mehr runter. Und dann ist er auch nicht mehr mit drin. Doch, er ist mit. Nee. Hä? Was? Okay. Doch, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Pass auf, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Nämlich so. Und dann wird der nämlich weggenommen. So müsste es gehen. Ja. Ja. Siehste. Siehste, siehste. Und der ist jetzt bestimmt wieder ein ganz anderes Prinzip, weil man denkt jetzt, also habe ich das Prinzip geschnallt, ist einfach the same shit again. So. Wenn ich so mache, stimmt nämlich die Form nicht mehr. Das ist nämlich doof. So funktioniert es auch nicht, weil der nicht mit drin ist. Die Frage ist, obwohl den könnte man wegnehmen, aber dann ist es. Okay, wir lernen Folgendes, weil es sind ja zwei Paar. Einer von den beiden muss weg und ich bin mir ziemlich sicher, es ist der hier. Ja? Meint ihr nicht? Weil dann ist es ziemlich simpel. Dann geht man einfach so durch und so. Ja, das ist eigentlich easy peasy. Ist jetzt der Laser freigeschaltet? Nein, es geht noch weiter. Ich dachte es endlich mal zu Ende mit dem Scheiß. So, okay. Wir lernen Folgendes. Dieses Ding muss einen von diesen wegnehmen, weil dieser kann es nicht sein. Ne? Ist klar? Warum kann es der nicht sein? Weil, oh, wir müssen den wegnehmen, weil es gibt kein Paar. Okay, das heißt aber, wir müssen es schaffen, eine Brücke zu bauen mit den Dingern. Wie geht das? Ein Dreier hier? Ach, ist doch easy. Ein Dreier da und dann so. Na, ist doch Pupsekuchen. Das war doch Pupse einfach. Hä? Zuckerschlecken. Zuckerschlecking. So, jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen wir einen von denen wegnehmen. Ist das so schwer? Eigentlich nicht, oder? Ist nicht das schon? So. Was war jetzt falsch? Ach so, weil es ja nur zwei Dreier sind. Oh. Okay, ich habe total falsch gedacht. Ist aber. Okay, ich verstehe. Das Problem ist, wenn ich das mache, ist es trotzdem noch im gleichen Gebiet. Es passt trotzdem. Yep. Ich gehe schon mal ab. Habt ihr gesehen, wie selbstbewusst ich schon zum nächsten Panel gegangen bin? So, hier darf es keinen von denen wegnehmen, weil die beiden Paare brauche ich. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, einen von den Teilen auszusparen und trotzdem die Dinger miteinander verbunden zu lassen. Geht's nicht dann einfach? Nee. Geht's dann nicht einfach so? Nee, dann habe ich es ja schon getrennt. Shit, ich muss ja einen von denen entfernen lassen. Aber ich muss sie trotzdem alle drei berühren. Warte mal, wenn ich. Nur mal angenommen. Nur mal angenommen. Okay, ich verstehe. Wir müssen trotzdem trennen. Okay, mal angenommen. Ich nehme den einen Dreier hier und den zweiten Dreier. Shit.
Nee, so geht's nicht. So geht's nicht. So, it goes not so. Wenn man die beiden aneinander kleben würde, dann würde es gehen. Aber dann. Doch! Doch! Achso, dann ist er. Ah, das ist das Problem. Dann ist er ja wieder nicht drin. Mensch, ich wusste doch, da war ein Haken. Oh, Leute. Und es muss auch einen Grund geben, warum er hier ist und nicht hier. Weißt du? Das kann kein Zufall sein. Sonst hätten sie die ja ausgetauscht. Wegen der Symmetrie und der Einfachheit. Darauf einen Schluck Tee übrigens. Boah, der ist sehr sauer. Ich habe nämlich heiße Zitrone da reingemacht. Jetzt ist echt die Frage, ne? Boah. Es muss einer von den dreien weggenommen werden. Ich glaube, es ist... Obwohl. Obwohl. Warte mal kurz. Stell dir mal vor, wir nehmen, aber dann sind die nicht mit drin. Das ist das Problem, man trennt immer einen von beiden ab. Ich hätte alle drei Teile gebraucht eigentlich. Das heißt aber auch... Es ist hart, es ist wirklich hart, weil ich hätte alle drei Teile gebraucht. Mit allen drei Teilen wäre es super einfach gewesen. Was wäre denn? Nur mal angenommen. Dann sperre ich die aus. Und was wäre so? Dann sperre ich den nicht aus. So. So ein Block könnte man bauen mit den beiden. Das Problem ist, dann sind die Dinger nicht voneinander getrennt. Und mit denen kann man sie nicht voneinander trennen. Nur den einen könnte man trennen. Aber der eine bringt nichts. Es müssen trotzdem Paare sein. Wir können den nicht wegnehmen. Und ich glaube wirklich, wir brauchen den Dreier. Das glaube ich tatsächlich. Das Problem ist, wenn wir den Dreier nutzen, sind ja alle drei drin. Es sei denn, wir würden oben so ein T machen. So ein T? Ne, das geht auch nicht. Doch. Doch, warte mal. Das könnte gehen. Das könnte gehen. Nur mal ein Test. Aber dann fehlt mir ja... Dann fehlt mir der hier wieder. Ach, es ist doch zu hart. Es ist doch zu hart. Ich stehe gerade sowas von auf dem Schlauch. Nicht, dass ihr es schon gemerkt hättet. Aber, mein lieber Schwan. So eine Form haben wir zur Verfügung. Nee, jetzt, selbst die haben wir jetzt nicht mehr zur Verfügung. Also ich glaube ja immer noch, es ist sowas wie das hier. Das Problem ist... Das Problem ist, mit dem Dreier kriege ich immer auf jeden Fall... Das Problem ist, dass man immer einen von denen mit reinkriegt. Also entweder muss man beide reinkriegen. Ich glaube, es hat irgendwas mit denen... Oh, wartet mal. Wartet mal. Nee. Geht auch nicht, ne? Die Idee ist gar nicht dumm. So könnte man den da oben... Aber jetzt komme ich an die beiden nicht mehr ran. Aber das Prinzip wäre gar nicht so doof. Die so abzutrennen, ha? Ist das möglich, die irgendwie so abzutrennen? Geht es so? Ach, Leute. Wie wär's denn so? Wie wär's denn... Mir ist einer zu weit, ne? Und so, da trennen wir es schon wieder nicht ab. Es ist leider wieder einer zu weit. Es ist leider wieder einer zu weit. Ich
kriegt das Gefühl, dass die beiden nicht die richtigen sind. Außerdem wäre der sowieso hier geendet, ne? Also bringt nichts. Komm. Komm, komm. Und das Problem ist, hier kann er den nicht rausschneiden. Hier schneidet er den falschen raus. Ach Leute, das ist echt hart. Soll ich mal Pause machen und selber nachdenken ein bisschen, damit ihr mir nicht die ganze Zeit zuschauen müsst? Aber ist auch doof, oder? Also ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass man den hier aussparen muss. Ja? Das Problem ist, wie kriegt man dann diesen? Und da, der ist dann wieder raus. Das ist das Problem. Siehst du, das ist immer das Problem. Der ist dann raus. Weil sonst wäre die Form wäre in Ordnung. Ja? Die Form wäre in Ordnung. Das ist das Problem. Man hätte jetzt den damit reinkriegen müssen. Aber man kriegt nicht beide rein. Entweder. Diese Form wäre so schön. Ja? Aber es ist. Es wäre zu einfach. Und der ist dann abgetrennt. Das ist jetzt das einzige Problem. Achso, und der, warum hat er den eigentlich rausgelöscht? Den habe ich doch benutzt. Hä? Ah, ist echt hart. Es ist echt hart. Weil man den. Vielleicht muss. Oh, warte mal, warte mal. Nur mal so eine Idee. Was ist denn, wenn ich. Was wäre, wenn. Ach, das Problem ist, hier oben sind natürlich nicht die beiden. Oh, das ist so gemein. Kann man den negativ irgendwie malen? Mal angenommen, wir würden den hier. Achso, aber es geht ja sowieso nicht. So? So? Ach ne, es geht ja sowieso nicht. Oder geht es doch? Warte mal. 1, 2, 3. Aber das Problem ist. Das Problem ist. 1, 2, 3. 1, der kommt bis da hinten nicht hin. Das ist das Problem. Das einzige, die einzige Möglichkeit wäre so. Aber das geht auch nicht, weil man den nicht schließen kann. Ja. Schade. Und das wäre auch der andere gar nicht drin gewesen. Also die können es nicht sein, weil mit denen kriegt man auf keinen Fall beide. Außer sie wären in einem Stück, aber das kriegst du nicht hin, weil dann müssten sie nebeneinander sein. Also dieses Puzzle ist. Scheint mir gerade ziemlich heftig. Ja. Sag ich ganz ehrlich. Es sei denn, ich habe gerade irgendwie total das Problem im Geiste. Das hier war die Lösung davor. So, jetzt motzt er wegen dem, weil einer zu viel ist, weil einer von den beiden zu viel ist und weil einer von den Teilen zu viel ist. Ist klar. Das ist echt so schade. Jetzt ist ein, sind die, einer wird von denen weggenommen. Genau, das ist falsch. Ich glaube, ich brauche wirklich den hier. Die Frage ist jetzt wirklich, wie klammert man einen von den Dreierblöcken aus? Schreibt es mir echt in die Kommentare. Schreibt mir, wie schlau ihr seid und wie doof ich bin. Ich habe das Gefühl. Aber das Problem ist, dann ist er wieder nicht drin. Das ist das Problem. Der ist dann nicht hier drin. Wisst ihr, wie ich meine? Es kann nur entweder drin oder draußen sein. Das heißt, mit den Formen, mit zwei davon, muss ich auf jeden Fall den hier berühren. Ja. Aber ich muss auch auf jeden Fall diesen hier berühren. Aber beides geht eigentlich nicht. Ja? Das ist das Problem. Es geht nicht. Man muss. Das ist das Problem. Man muss wirklich drei Sachen berühren. Man muss diesen hier berühren oder den da drüber. Diesen und diesen. Also die müssen alle in einem Ding sein. Es müssen entweder diese drei in einem Ding sein. Also nicht drei, diese Teile in einem Ding sein. Oder es müssen.
diese Teile in einem Ding sein. Ja? Oder die beiden müssten komplett raus sein. Beide. Beide. Oh! Warte mal. Aber dann geht's wieder nicht. Doch, dann geht's wieder. Aber dann ist er wieder im falschen Bereich. Siehst du, das ist das Problem wieder. Er ist wieder im falschen Bereich. Das ist so fies, weil wenn ich die hier drin habe, dann ist der wieder drin. Also der obere. Wenn ich den draus habe, dann fehlt er hier wieder. Es ist doof. Es ist einfach doof. Und einzeln kann ich die beiden nicht malen, oder? Ne, geht ja nicht, weil er hier wird immer einen treffen. Er wird immer einen treffen. Von den beiden. Das heißt, den hier gibt es niemals alleine. Den gibt es immer nur zusammen mit einem von den beiden. Und einer von den beiden muss weggenommen werden. Und dafür muss er hier mit drin sein. Und dafür muss es so eine Form sein, eigentlich. Dann ist aber wieder er da drin. Und dann wird er wieder weggenommen. Und man kriegt die beiden nicht zusammen in einen. Ach, herrje. Das ist so fies. Das ist so link. Und die muss man abtrennen. Diese beiden muss man abtrennen. Fällt euch irgendwas ein? Bitte helft mir. Ich verzweifle hier. Das heißt doch, warte. Eine Abtrennung könnte es geben. Aber ich glaube, die hatte ich schon etabliert, dass sie nicht funktioniert. Aber das Problem ist, ich komme nicht bis hier hinten hin. Ja, mit dem Ding hier. So weit reicht er dann doch nicht. Das heißt, abtrennen geht nicht. Also den hier kriege ich nicht abgetrennt. Das ist das Problem. Und bis zu dem hier oben komme ich auch nicht. Und dann werden die wieder außen vor. Das ist mies. Es ist einfach gemein. Voll gemein. Voll gemein. Können wir uns darauf einigen, dass hier auf jeden Fall der Dreier sein muss, weil dann sind die Möglichkeiten ja schon erschöpft. Ja? Wenn da der Dreier sein muss, dann kann ich das L nur entweder in die Richtung malen oder in die andere Richtung malen und beides ist scheiße. Nee, dann kann ich das noch in die Richtung malen und die andere Richtung malen, das ist auch noch scheiße. Ich könnte es auch noch in die Mitte malen und in die... so glaube ich. Nee, das muss dann bis hier hingehen und dann wird einer abgetrennt. Das heißt, das funktioniert auf jeden Fall auch schon mal auf gar keinen Fall. Keine dieser Varianten funktioniert. Jede dieser Varianten knipst entweder zu viel oder zu wenig ab. Das heißt, okay, das heißt, damit hätten wir quasi doch diesen hochkantigen Dreierblock auch disqualifiziert, oder? Willst du nicht sagen? Dann lass uns doch mal schauen. Dann lasst uns doch mal schauen, ob wir nicht doch irgendwie 1, 2, 3, 1, 2, 3. Diese Variante sieht so schick aus, aber sie bringt gar nichts. Weil egal wie du die schiebst, du trennst nie das ab, was du brauchst. So, und der funktioniert sowieso schon mal nicht. Das sind keine Viererblöcke. Ach, herrlich, ey. Ja, wir trennen dabei nichts ab. Wir müssen was abtrennen. Das ist das Problem. Die zwei Dreier können nur am Rand abtrennen. Und am Rand abtrennen reicht leider nicht. Nicht mal, die können nicht mal am Rand abtrennen. Die können nur hier unten abtrennen. Das ist das Einzige. Ey, Leute, es kann ja... Ah! Es ist doch nicht schön. Es ist doch nicht schön und die L-Formen bringen uns auch nichts. Das ist echt die einzige Form, die irgendwie Sinn macht, meines Erachtens. Weil das die einzige Form ist, wo die sich beide berühren. Und sich alle Dinge berühren, außer der wieder. Leute, ich mache kurz Pause, ich denke drüber nach. Vielleicht gucke ich mir einen kleinen Tipp an, aber ich gucke mir keinen Spoiler an. Aber erst denke ich nach, und zwar mindestens 20 Minuten.
Denn wir haben jetzt schon 44 Minuten. Ach du Schiete. Liebe Leute, ich glaube, ich hab's. Ich hab viel zu kompliziert gedacht. Liebe Leute, ich glaube, ich hab's. Ich hab's gerade nur mal so ausprobiert. Leute, guckt mal. Ich hab's noch nicht getestet, aber die vorherigen Puzzle haben mich, glaube ich, viel zu kompliziert denken lassen. Schaut mal. Schaut mal. Wenn ich das hier mache, dann habe ich ja die zwei Dreier übereinander. Und jetzt muss ich ja nur noch diese beiden abtrennen. Weißt du? Und das geht ja. Das geht doch. Ganz easy. Und der obere wird dann weggenommen. Siehst du? Ey. Aber glaub mir, ich habe jetzt dummerweise nicht auf die Uhr geguckt, der Timer, den habe ich ja pausiert. Aber ich habe jetzt mindestens noch mal 10 Minuten drüber nachgedacht. Und immer im Kreis. Aber nein, ich habe dann einfach noch mal angefangen, die Grundformen zu malen. Ja, die erste, dann die zweite und dann fiel mir auf einmal auf, Mensch, die kannst du doch einfach abtrennen. Naja, manchmal ist es zu einfach. Und ich glaube, das ist es, ne? Guck mal, das Kabel geht zum Laser. Das heißt, wir haben es geschafft. Aber bevor wir das machen, den lasse ich erstmal bleiben, weil ich glaube nicht, dass ich hier drauf komme. Aber hier, seht ihr das? Da ist ja Licht. Der Kreis ist ja hier oben, wird ja hier beendet. Das heißt, eigentlich müsste das von irgendwo da hinten, vielleicht doch von dem Berg da oben. Ich gehe da nochmal hin. Aber bevor, machen wir den nochmal auf, war das der erste oder der zweite? Der zweite war es, glaube ich, ne? Wo der hier war? Ne, der erste müsste es gewesen sein. Ach, verdammt. Jetzt bin ich nicht weit genug. Ich bin nicht weit genug gegangen. Jetzt müsste er hier stoppen, ne? Oder hier? Okay, auf jeden Fall nicht weit genug. Warte mal, mir fällt gerade noch was ein. Ich hab's, glaube ich. Ich hab's. Ich wurde wieder verarscht von mir selber. So, Achtung. Hier. Puzzle. Und jetzt denk mal nach, warum geht dieses Puzzle? Es geht, weil ich habe ja diese Plattform so hochgelehnt, ne? Kann es sein, dass der Trick ist, diesmal die Plattform wieder nach unten zu machen? Müsste doch eigentlich, oder? Schauen wir mal. So, dann fahr mal wieder hierher. Komm, kann ich? Nee, ich kann gar nicht. Oh, jetzt komme ich hier nie wieder runter. Verfluchter Mist. Komm ich hier runter? Ja, so. Lass uns doch die Plattform mal wieder runterfahren. Kann man das eigentlich machen, während sie sich bewegt? Ja, ist aber schwierig. Müsste man schnell sein. Komm schon. Es geht. So, Achtung. Guck mal, jetzt entzerrt sich das nämlich. Ja, komm. Oh Gott, jetzt komme ich mir auch nicht mehr ganz so doof vor. Manchmal muss einfach ein bisschen Zeit dazwischen liegen, ne? Manchmal muss es einfach im Kopf noch ein bisschen weiter rattern. Oder man muss einen Abstand gewinnen. So, Laser. Wie kam man da jetzt hin? Kam man da von außen hin? Ich glaube, man kam von außen hin. Oder? Gucken wir mal. Schon wieder vergessen. Nee, hier kann man nicht hochklettern. Ist ja schließlich nicht Death Stranding. Ja, wo man das hier hochbalancieren könnte und dann umkippt und sich ärgert und wütend wird und den Mülleimer umtritt. So, jetzt endlich den... Hier, so, endlich geht's. Ach, noch ein Puzzle, schön. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den hier, oder? Und den anderen, der kann dann weggelöscht werden, oder? Oder? Laser! Letzter Laser! Du, ich dachte eigentlich, liebe Leute, dass diese Folge sau kurz wird und wir dann gleich auf den Berg hochgehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das wieder 48 Minuten dauert für so ein paar Puzzle. Alter Schwede, ey. Ich zweifle gerade an meiner Intelligenz, aber das tut ihr wahrscheinlich schon seit ein paar Folgen. Aber auf jeden Fall, ja, jetzt sieht es auch schöner aus. Guck mal, jetzt sieht es so aus, als ob es wirklich aus jeder Richtung ein Laser kommt. Und ich glaube, jetzt habe ich es auch wirklich alle. Mal gucken, ob es irgendwie ein Zeichen gibt. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann werden wir es spätestens oben sehen, ob es jetzt alle Laser sind oder nicht. Denk gerade nach, ob da noch überhaupt irgendwo einer sein kann. Aber ich wüsste nicht, wo da noch einer sein könnte. Da ist sonst nichts mehr. Ja. Zeig uns. Aber kein Zeichen. Kein Zeichen. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich dann auf den Berg gehe und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ciao. Und schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefällt. Das Spiel. Ich gefalle euch natürlich sowieso nicht. Bis dann. Ciao.